Und die Eigenschaften von dieser Elektronenverbindung mit Ionencharakter finden wir in der Animation direkt darunter. Und zwar haben wir jetzt das ausgebildete Gitter. Und da fügen wir jetzt Energie hinzu, um zu testen, wie hoch der Schmelz- und Siedepunkt ist. Auch hier gehen die Stoffe wieder in die nächste Zustandsform über, allerdings dauert es länger als bei der reinen Elektronenverbindung. Als nächstes testen wir auch hier wieder die Verformbarkeit. Wir hauen mit dem Hammer drauf und diesmal hängt es sehr stark von den Dipol-Dipol-Kräften ab. Da der Stoff dem Ionenkristall schon etwas ähnelt, ist er spröder als bei der reinen Elektronenpaarbindung. Nun legen wir wieder einen Plus- und Minuspol an, um die elektrische Leitfähigkeit zu testen. Allerdings richten sich die gebundenen Atompaare so, dass der eher positive Teil sich dem Minuspol zuwendet und der eher negative Teil sich dem Pluspol zuwendet. Aber durch die Anziehungskraft untereinander bleiben sie miteinander verbunden.